Erstes Bild. Wir befinden uns im königlichen Schloss zu Stockholm. Offiziere und Edelleute warten auf die Audienz, unter ihnen eine kleine Gruppe von Verschwörern, angeführt von den Grafen Horn und Ribbing. König Gustav betritt den Raum, sein Page Oskar übergibt ihm zunächst die Gästeliste eines bevorstehenden Maskenballs, der im königlichen Opernhaus stattfinden soll. Gustav überfliegt die Namen und entdeckt darunter auch jene des Grafen Ankerström und seiner Gattin Amelia. Der König gerät ins Schwärmen. Amelia scheint ihm die schönste und begehrenswerteste der Frauen, obwohl ihr Gemahl zu den treuesten Freunden und Beratern des Monarchen zählt. Graf Ankerström, der hinzukommt, warnt Gustav vor seinen Feinden, die auch unter den Höflingen zu finden seien, und dann hat der Richter das Wort. Er legt das Verbannungsurteil vor für eine Wahrsagerin namens Arvidsson, die des Landes verwiesen werden soll. Der Page plädiert keck für Milde, denn die Prophezeiungen der Arvidsson hätten sich doch bisher immer bewahrheitet. Der König will sich davon selbst überzeugen und die Wahrsagerin mit einigen seiner Gefolgsleute aufsuchen, allerdings verkleidet als Fischer.
Mio, di là, con essi attendi.
Sempre chiuso il mare.
Zweites Bild. König Gustav, als Fischer verkleidet, kommt zur Hütte der Wahrsagerin. Niemand scheint ihn zu erkennen. Ein Matrose drängt sich vor und klagt, dass er seit Jahren für den König sein Leben wage, aber vergeblich auf eine Belohnung warte. Frau Arvedson prophezeit ihm Reichtum und Avancement. Gustav, der daneben steht, steckt dem Matrosen schnell eine Geldrolle zu. Als dieser in die Tasche greift und die Münzen findet, scheint wieder einmal die Unfehlbarkeit der Wahrsagerin bewiesen. Dann wird eine adelige Dame angekündigt. Gustav, der sich versteckt hält, erkennt in der Besucherin zu seiner Freude und Überraschung Amelia. Diese verlangt von Frau Arvedson ein Mittel gegen das Gefühl der Liebe, welches sie seit Monaten beherrsche. Die Wahrsagerin rät Amelia, vor den Toren der Stadt auf dem Galgenhügel um Mitternacht ein ganz bestimmtes Kraut zu pflücken, dessen Saft jede verbotene Leidenschaft abtöte. Gustav, der Ameliens Geständnis nicht zu Unrecht auf sich bezieht, beschließt sich ebenfalls um Mitternacht unter dem Galgen einzufinden. Da treten seine Freunde ein und nun ist's an ihm, sich aus der Hand lesen zu lassen. Frau Arvedson prophezeit, jener, der Gustav als Nächster den Arm entgegenstrecke, werde sein Mörder sein. Die Umstehenden sind entsetzt, sie weichen zurück. Keiner will dem als Fischer verkleideten König die Hand geben.
Als Graf Ankerström hinzutritt und Gustav ahnungslos begrüßt, sind alle erleichtert. Der König ist erkannt und lässt sich huldigen. Nur die Wahrsagerin mahnt zur Vorsicht. Sie ist von der Richtigkeit ihrer Prophezeiung überzeugt. Oh,
Miliardo, d'aperto il mio caso, del re sono servo, son tuo marinaro, la morte per esso più volte ho sfidato, la morte ho sfidato. Velustri soccorsi del vivergli amaro, velustri che nulla s'è fatto per me, velustri che nulla s'è fatto per me. Ma bella da Franco soldato, ma no, che bene. Gustavo, al suo caro cristiano ufficiale, per fatto un sogno dell'oro per un grado. Thank you.
Okay.
altro qui libero, né che voglia al bando oggi d'andarmi. Ma questa e prendi. Ma mio animo tu sei, ma fra loro il tropico. Più, non più. Veloce. Drittes Bild.
Es ist Mitternacht, Amelia hat den Rat der Wahrsagerin befolgt. Sie sucht auf dem Galgenhügel nach dem Kraut, dessen Saft sie von den Empfindungen der Liebe zu Gustav befreien soll. Der König ist ihr heimlich gefolgt, er tritt hinzu und gesteht Amelia seine Gefühle. Dieses Geständnis macht Amelia schwankend. Sie erwidert es, offenbart Gustav auch ihre Neigung, aber gleichzeitig will sie ihrem Gatten nicht untreu sein. Unvermutet erscheint nun auch dieser. Graf Ankarström will den König warnen, da eine Gruppe von Verschwörern ihm in der Nähe auflauert. Die Dame hat sich mittlerweile verschleiert und bedrängt Gustav, sein Leben zu retten. Nur zögernd vertraut der König Amelia dem Schutz seines Freundes, also ihres eigenen Gatten, an und taucht unter im Dunkel der Nacht. Als sich Ankarström und die verschleierte Dame zum Gehen wenden, wird ihnen der Weg verstellt. Die Grafen Horn und Riebing sowie einige ihrer Anhänger sind enttäuscht, dass ihnen der König entkommen ist, und wollen nun wenigstens das Gesicht der Schönen an Ankerströms Seite betrachten. Der Graf zieht den Degen, Amelia wirft sich zwischen die Männer, der Schleier fällt und Ankerström erkennt, dass es seine eigene Gattin war, die ihm der König anvertraute.
Je ne vais pas te faire.
Giorno della morte. Ah, non inganno, Renato! Il mio cazzo! O poi, per salvarti da morte, c'è la patina su, almeno mira, ti son congiurati. Oh,
trasportai nel banco soldato, così che m'han preso per un del mandato. E il desiderio lo proromper, l'ho visto, è il sire, un idiota del tale, con esso poi altri sui volto, uccevo l'artisto, sei male, la fossa se ne tene l'accesso, trattarmi via valor, recantessa, no. Ma cuore, a questo ti do, e vada, lo stampo, te libero, ah, salvare il vecchio, ma voi non vorrete, signora, al ferro spietato! Pensavo, signora! Mi sta pardone! Libero ancora, ma non ti uccide! E la salti qui sola con esso, sola con esso, no, mai, ma sola! Ciò per te, dove sta, ma no! Felici! Risolvi! Resisti! Che mi porti, garante mi sta, a chi da t'imponi? Promettimi giura, se tu la trai velata in città. Se un detto di un guardo su essa terrai, lo giuro. Ecce ciò che ne porte n'andrai, da folla all'opposto, lo giuro, essa. Odi tu come tremano cubi per città dagli accenti di morte, di racconti quei nequi di rubi, le vegliate nemici morti, e la prego scendeva la terra, e non mi ha fatto cieco non vedo, ma facciamo anche la Thank you.
Viertes Bild. Im Haus der Ankerströms macht der Graf seiner Frau wegen ihrer vermeintlichen Untreue Vorwürfe. Ameliens Beteuerungen zwischen ihr und dem König habe es nur platonische Beziehungen gegeben, schenkt er keinen Glauben. Nicht an seiner Gattin, aber an Gustav will er sich rächen, weshalb er auch die Anführer der Verschwörer zu sich gebeten hat. Die Grafen Horn und Ribbing treten ein, Ankerström teilt ihnen mit, ihr Komplott sei entdeckt, doch wolle er sich diesem anschließen. Das Los mag entscheiden, wer den König beim bevorstehenden Maskenball, zu dem der Page Oskar eine Einladung überbringt, ermorden soll. Amelia wird außersehen, den Namen des Täters aus einer Vase zu ziehen. Der Zettel, den sie in ihrer Hand hält, trägt den Namen des Grafen Ankerström. Thank you.
alzati, la tuo figlio a te concedo riveder nell'ombra nel silenzio. Thank you.
Et ate di sol.
lieto. Thank you.
mondo serren. Azzurra la veste, chiesa vermiglio nastro, le sciarpe al manco la forte, con le cepe la visaggi. Morte! Crisiola! Fünftes und sechstes Bild. Der König in seinem Arbeitszimmer. Er kann zwar seine Gefühle nicht abtöten, hat jedoch beschlossen, Ankerström und dessen Frau als Gesandte nach England zu schicken und unterschreibt das Dekret dieser Ernennung. So wird er Amelia nicht länger der Gefahr des Ehebruchs aussetzen. In einem Billett hat ihn die Gräfin zwar vor dem Besuch des Maskenballs gewarnt, aber Gustav will nicht als Feigling gelten. Und außerdem will er von Amelia Abschied nehmen. Also begibt er sich hinüber ins königliche Opernhaus, wo das Tanzvergnügen bereits begonnen hat. Der Page Oskar macht sich unwissentlich zum Werkzeug der Mörder. Er gibt Ankerström preis, welche Maske der König trägt. Als dieser von Amelia Abschied nimmt, erdolcht der Graf seinen vermeintlichen Nebenbuhler. Die Wachen stürzen sich auf Ankerström, doch der König befiehlt, den Mann, der sein bester Freund war, freizulassen. Sterbend verzeiht er seinem Mörder.
Il cor più suona
fallo, alcuno alla mia vita attenterà, sta detto. Ma se io m'arresto, io pavento, diran. Non do, nessuno può sospettarlo, me. Tu va, a festa, bravo, per ricorrere per la festa. Thank you.
dire gli amici suoi. Forse c'è gli armoni sotto. Appunto. Per compromettere le poi chi nella mezzo. Comprendi, c'è confidenza che quanti forti so. Si preme assai. Leggi ogni gravi cose adesso, e anche la notte inoltre. Qui fa bella tutta la parola per la colpa, se non mi ha concesso. Dunque? Fai grazie a lui se parti, e non a me. Questa è una cosa vera, con lui è una cosa vera. Una parola ancora. Tu chiamo scoccia un te. Una parola con le donne, delle felici stanze. Sei quella dello scritto. Ma forte quella cerchia. Non bene tra nel mio petto darò. Fuggite, fuggite, tutti profitto potrete qui. Rivelami il nome tuo. Prendio dal posto. E perre che piangi, mi supplica per rida. Onde che tanta senti pietà della mia vita. Tutto per questo, tutto e fammi mio fare. In vanti cieli a me. Thank you.
nuovo. Lasciatelo! Lasciatelo! Parto a festa, tu con lei partire dovrei. Grazie a Dio, Signor qui sono.